Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Oberkrebach hier im LS19. Jo, wir spielen hier heute auch wieder den Season, also ne, neuer Spielstand mit dem Season, zweiter Tag, also zweite Folge quasi. Bin jetzt hier erstmal ein bisschen fleißig am Pflügen, also ich habe mal ein bisschen weiter in den Tag vorgespult. Ich denke, wir können heute noch Gäste ernten. Wenn wir mal noch mal kurz die Karte aufmachen, habe ich ja... wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es denn? Da. Haben wir ja gesagt, dass wir auf einem Feld... Oder ich habe entschieden, dass ich auf einem Feld Gäste ansehen möchte. Das geht aber leider erst bei einer Temperatur von 5 Grad. So, 5 Grad haben wir heute gegen 15 Uhr überschritten. Da würde ich sagen, sehen wir das dann nachher an, um ganz sicher zu gehen. Also erst ab 15 Uhr. Ist ja auch nur das eine Feld, ist ja relativ schnell gemacht. Ich habe mal in den weiteren Tagesverlauf geguckt. Man sieht ja hier, dass Gerste bei der Aussaat Frostbeständigkeit mittel ist. So, wir haben aber keinen Frost mehr dann nachher. Also wir haben dann nur noch die minimale Temperatur von 5 Grad, die halten wir dann auch. Was es ja wirklich sehr gut ist. Das heißt, wir können das heute aussehen. Wir können das heute noch aussehen. Das finde ich wirklich sehr gut. Deswegen bereiten wir das jetzt hier vor. Zwei Felder müssen gepflügt werden. Einmal dies hier und das links von mir, das Feld. Ja, ich denke mal, das wird hier nachher gleich der Helfer übernehmen. Weil wir müssen auf dem dritten Feld da hinten, da muss noch ein bisschen Kalk, glaube ich, drauf. Glaube ich. Ja gut, werden dies hier auch erst kalken können und dann... Ah, schade. Was machen wir denn bei dem Feld hier? Was machen wir denn bei dem hier drüben? Dann hauen wir da erst Kalk rüber und dann können wir das unterflügen. Ja. Habe ich nicht dran gedacht. Schande auf mein Haupt. Ja, aber das ist gut. Dann können wir heute noch was aussehen. Das passt doch perfekt. Dann haben wir heute noch ein bisschen was zu tun, bevor wir da jetzt den ganzen Tag vorspulen. Ist ja am Ende auch Quatsch, ne? So, ja, ich habe hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Wie gesagt, ich hatte ja nichts weiter zu tun. Ja, ich hoffe mal, dass das auch alles so klappt. Aber er klingt erstmal rein logisch, ne? Dass man das bei der Temperatur aussehen kann. Und wie gesagt, ist auch noch alles Neuland für mich. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich auf den Season. Finde die cool. Und ja, wir schauen mal, ne? So, wollen wir den Rest hier den Helfer machen lassen? Könnten wir rein theoretisch machen lassen, ne? Ja, wir machen mal den Helfer rein hier. So. Ja. So, hier habe ich schon mal bei dem guten Kalkstreuer Kalk aufgefüllt. Ja, würde sagen, fangen wir einfach mal an, ne? So ganz entspannt. Der macht das ganz gut soweit. Ich glaube, hier musste auch Kalk drauf, ne? Ich glaube, das war so. Ja, muss gepflügt werden und Kalk. Okay. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir ein bisschen an mit Kalk streuen. Hauen wir mal am besten hier oben in der Ecke so ein bisschen an, ne? So. Schmeißt ja eh relativ weit. Das ist ein bisschen laut, ne? Ja, der schmeißt wirklich sehr weit. Gut, dann können wir auch ein bisschen aus der Innenansicht fahren, wenn wir da ein bisschen was verplempern. Dann ist das nicht so schlimm. Aber bei der Breite sollte das kein Thema sein. So. Ich habe mich mal so umgeguckt. Ja. Also außer so ein, zwei größere YouTuber. So mit Season spielen bis jetzt nicht so viele, ne? Also da bin ich echt ein bisschen überrascht von. Bis jetzt. Also vielleicht spielen sie es privat, aber Videos so. Weiß nicht, ob da viele nicht so der Freund von sind oder keine Ahnung. Also ich finde das ja mega. Ich finde das wirklich gut. Keine Ahnung, was die haben. So. Gut. Ja. Ist ziemlich kurzweilig das Ganze, ne? Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob man den auch noch ein bisschen Wurfweite ein bisschen geringer einstellen kann, aber ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Ich glaube, der hat so die Wurfweite. Na gut. Ist jetzt nicht unbedingt dramatisch, aber... Ach Gott, geht ja hier unten noch weiter. Müsste auch mal andere Seite gucken, ne?
So. Dann noch einmal da oben so ein bisschen. Und dann sollte es das auch schon gewesen sein. Ja, das müssen wir alles mit Mom mitkriegen. Jo, jo, jo. Das sieht gut aus. Gut. Wenn wir erstmal da hinten zu dem Feld fahren. Ich meine, wir können auch nochmal auffüllen. Wir müssen ja sowieso gleich nochmal Kalk holen. Können wir hier auch nochmal auffüllen. So. Rein theoretisch. Ja gut, das Gras ist noch nicht gewachsen, ne? Ich glaube, das Gras ist noch nicht gewachsen. Ich meine, wir können mal kurz einmal lugern gehen. Wie das hier drüben so aussieht. Aber ich glaube, Gras können wir noch nicht machen. Sieht ja auch noch alles ziemlich brachliegend aus hier. Gucken mal. Ja, nee. Nee, da muss noch ein bisschen wachsen. Aber kalken können wir das Ganze mal. Kalken und einmal düngen. Na, siehst du wohl, dann haben wir ja doch ein bisschen was zu tun hier. So, der Kollege macht seine Arbeit sehr gut bis jetzt. Tja, Bäume noch blank, ne? Noch nix mit Frühling. Obwohl es ja bei uns hier, also in Wirklichkeit ja, aktuell haben wir ja wirklich frühlingshafte Temperaturen, ne? Das ist ja echt der Wahnsinn, also... Wo das bloß noch alles enden soll. Meine Herren, also das ist echt wirklich Wahnsinn. Ich glaube, heute kriegen wir um die 10 Grad, 10, 11 Grad bei uns. Ich meine, das hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Jahre, aber dazu dann immer noch dieser Sonnenschein den ganzen Tag, also ist echt schon, ja, wieder keine weiße Weihnachten, ne? Ja, apropos Weihnachten, das ist ja auch nicht mehr so lange, ne? Ein paar Tage noch. Dann haben wir es auch. Und dann ist auch schon bald das neue Jahr dran, ne? Ja, also gefühlt ist wirklich nichts dran an so einem Jahr, ne? Ist echt traurig. Wenn man mal so überlegt, was hat man so das ganze Jahr über gemacht, ne? Ist halt, ja, verging halt wie ein Flug. Und ich muss sagen, gestern haben bei uns schon, oder jemand, ich denke mal, das war eine Person, hat bei uns schon mit Silvesterknallern rumgeknallt, also wo sie die wohl schon alle herkriegen. Ich meine, im Einzelhandel kriegt man ja auch schon ein bisschen was zu kaufen, ne? Das ist ja nun... Aber die haben schon ordentlich geknallt, die Dinger. Also ich glaube, so ganz deutsch waren die nicht, aber naja. Wie gesagt, heute ist ein bisschen zu gut gewesen, aber gestern haben sie doch schon ein bisschen rumgeballert hier. So, mit der Arbeitsbreite klappt das natürlich ganz gut hier, dass man aus der Innenansicht spielen kann. Mein Mann verschenkt wahrscheinlich ein bisschen was, aber gut. Ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen mehr aus der Innenansicht spielen will. Ein bisschen realitätsnäher. Mal gucken, ne? Also ich bin echt mal gespannt, wo dieses Projekt hier hinführt. Wie gesagt, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, vielleicht sagen wir auch nach 20 Folgen. Ja, nee, ist nicht so unser Ding. Aber dann haben wir es wenigstens mal ausprobiert. So, das müsste hier die letzte Bahn werden. Ja, das wird wohl soweit klappen. Der Helfer sagt, er ist fertig. Ja, dann können wir gleich noch ein bisschen pflügen. Und... Ja, ich denke mal, ach nee, das Feld muss ja auch noch gekalkt werden. Oh, ist leer. Gut. Holen wir noch einmal Kalk. Das andere Feld muss auch gekalkt werden. Okay, dann kalken wir das nachher nochmal über. Und ja, der Helfer kann dann da auf dem anderen Feld erstmal weiterfliegen. Und ich denke mal, dass ich das dann außerhalb der Aufnahme fertig machen werde. Also, da werden wir uns nächste Folge, glaube ich, nicht mehr dran aufhalten an dem Ganzen.
Aber wir gucken mal, wie das so wird. So, schön nicht ranfahren, sonst, ja, sonst funktioniert das nicht. So, eine Ladung Kalk hätte ich gerne noch. Sehr schön. Ja, sieht gut aus. Hat er gut gemacht. Ja, wir machen das da oben noch fix fertig und dann werden wir den einmal umsetzen. Und mit dem Deutz, ich glaube, der war im LS17 ja standardmäßig drin, ne? Also wenn das der hier ist, ich glaube, dass das der ist. Ja, mit dem hat man echt viel gespielt zu Anfang, ne? Also der war günstig, man, ja, der war halt ein Allrounder. Das, was jetzt der Case ist, also bei mir zumindest, ja, mit dem habe ich zu Anfang auch echt viel gespielt. Also ja, das ist jetzt halt der Case vom LS17, vom LS19 quasi. So. So, den werden wir denn hier erstmal kurz an der Seite parken. Und werden mal. Ja, können wir auch hier stehen lassen. So. Wenn wir den mal umsetzen. Werden da noch ein, zweimal das Vorgewende fahren. Ja, hat er. So. Sieht schick aus. Ja, wo fangen wir am dümmsten an? Hier oben wieder, ne? Im Eck. So, wenn wir ein, zweimal Vorgewende fahren, werde ich noch ein bisschen den Helfer fahren lassen. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Ja, dann haben wir heute, ja, ich finde, wir haben doch ein bisschen was geschafft heute. Finde ich schon. So, das klappt erstmal soweit ganz gut. Ja. Ganz schick aus soweit. Jetzt sehen wir das, glaube ich, auch besser. Vorher war ja so eine Textur. Oh, hätte man wahrscheinlich nicht so gesehen, das Fliegen. Also ist am Ende vielleicht doch ganz gut, dass wir es so gemacht haben. Dann werden wir, ja, haben ja zwei Wiesen, haben wir ja erstmal nur, ne? Zwei kleinere Wiesen. Frage ist, wir brauchen ja Heu und Silage, ne? Vielleicht hätten wir uns noch ein Grasfeld dazu kaufen sollen. Aber ich möchte eigentlich schon in meinem ersten Jahr Tiere gleich haben. Also auf jeden Fall Kühe wollte ich mir eigentlich holen. Wäre schon ganz cool, wenn das klappen würde. So mit zwei kleinen Wiesen. Ja. Heu. Silage. Ja. Bisschen eng, ne? Können ja mal gleich einmal kurz in die Karte gucken, was wir noch so für Grasfelder haben aktuell. Ja, waren wir schon richtig. Machen wir halt mal kurz an hier. So, Grasfelder. Die, ach nee, die drei haben, ja gut, aber da kommt halt nicht so viel bei raus, ne? Was ist denn mit der hier hinten? 58.000, die wäre doch noch okay. Oder Wiese, ja gut, Wiese 6 wäre halt schon geil, ne? Was kostet die? 125.000. Ich meine, die wäre im Budget mit drinne.
Und der 25.000 Euro. Also unsere drei kleinen popligen Felder da, das reicht ja nicht, um Silage und Heuballen zu machen. Also wir müssen ja jetzt ein bisschen im Voraus arbeiten, ne? Ich meine, wir werden uns ja auch erstmal nicht so viele Kühe holen, aber ein bisschen was möchte ich da dann schon haben. Na gut, das werden wir uns dann aber in der nächsten Folge, denke ich mal, anschauen. Wir sind nämlich am Ende angekommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne das nächste Mal vorbei. Und ja, Abo dürft ihr auch da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!